So, Freunde, heute bereite ich wieder meinen Luftfilter vor mit den Absaugschläuchen, den Flex VAC 800EC. Warum benutze ich den? Also erstens ist es hier meine Küche oder unsere Küche, unser Haus, und ich will natürlich, dass nicht alles vollstaubt. Deswegen benutze ich den. Das erste Rohr habe ich schon angeschlossen. Der kommt dann hier in den Raum rein. Ein Schlauch geht raus zum Fenster. Ich zeige euch das gleich. Und der andere Schlauch kommt dann vorne drauf und durch diese Schleuse, durch diese Luftschleuse, nochmal andrücken hier. Ist manchmal nicht so einfach, dass ein Band auf staubiger Fläche hält, aber irgendwie muss es dann. Und der zweite Schlauch, der kommt halt hier in den Raum, der saugt dann hier die staubige Luft ab. Ich zeige euch das auch mal. Wird dann jetzt einfach auf die Öffnung draufgesteckt, hier festgeschraubt, dass er dicht ist. Ihr seht mich jetzt nur mal von hinten. Ja. Der ist dann vorne drauf und hier dieses Rohr zieht praktisch die staubige Luft an, durch den Filter durch und dann raus am Fenster. Das kann ich noch ein bisschen zusammen machen. Den lasse ich hier so liegen. Ich zeige euch das jetzt mal. Also so eine Luftschleuse habe ich hier. Da geht der Schlauch raus und dadurch, dass ich halt hier die Luftschleuse habe, mache ich die jetzt einfach zu. Ah, erst das Gerät an. Stelle ich Strecke auf volle Pulle. Zumachen. Saugt richtig gut und dann geht's raus. Und trotzdem, auch beim Schleifen von Flächen, man weiß nie, was da drin ist, wenn so ein Altbestand teilweise noch ist, trotzdem eine Maske, trotzdem Gehörschutz und trotzdem eine Brille. Also Sicherheit geht definitiv vor. Dann habe ich natürlich meinen Sauger dran. Und dann meine Giraffe und dann gib ihm. Der ganze Raum, ihr seht, es staubt gar nichts hier. Erstens durch die Absaugung vom Sauger und zweitens halt durch den Luftreiniger. Der zieht hier wirklich alles weg, weil ich mache mal die Gummis weg. So.
Also ihr habt gesehen, wie ich das gespachtelt habe und es wird halt jetzt alles durchgeschliffen. Hier ist es jetzt nicht so schlimm, weil hier kommt ja meine Küche komplett vor. Also hier werde ich auch nicht tapezieren. Ich will hier auf Nummer sicher gehen, weil es ist hinter der Küche. Wer natürlich von euch jetzt sagt, ja, hinter der Küche, das muss bei mir auch absolut top sein. Es ist halt unnötig, weil ich möchte auch, dass der Putz bzw. auch der Spachtel atmen kann. Deswegen mache ich da erst gar keine Tapete drauf. Ich streiche hier einmal eine weiße Farbe vor, zeige ich euch auch dann aber im nächsten Video, wenn ich die Küche streiche. Und der Teil, der sichtbar ist, den tapeziere ich mit Glattvlies, mit Malervlies, Reparaturvlies, damit das natürlich eine absolut schöne Fläche wird oder ist. Ja, hier oben habe ich meine Abzugshaube eingebaut mit dem Mauerkasten. Das habe ich aber nicht gefilmt, weil es ist wirklich total simpel. Das Loch, das Video habt ihr auch vielleicht schon gesehen, wie das gebohrt wurde mit dem Kernbohrgerät, mit dem Kumpel von mir, dem Rui. Und einfach dann der Mauerkasten reingesetzt, ausgeschäumt, fertig. Also da gibt es wirklich nichts zu können. Und deswegen habe ich das jetzt auch nicht gefilmt. Aber der Rest kommt natürlich noch. Im nächsten Video seht ihr dann, wie ich die Decke aufschneide, um ein ganz bestimmtes Profil einzubauen für eine Lichtleiste bzw. ein LED-Stripe. Seid gespannt, bleibt am Ball, wir sehen uns. Bis dahin, tschüss, euer Dirk.